Seit geraumer Zeit wird offen über Misserfolge, über Scheitern geredet. Und das ist bitter nötig, denn ohne Scheitern, ohne Misserfolge, ohne Fehler funktioniert Innovation nicht. Wir wollen aber heute wissen, kann man das Scheitern auch einkalkulieren? Kann man Scheitern sogar nutzen zum Vorteil? Und darüber möchte ich mit meinen 5 Gästen heute reden. Als erstes möchte ich euch Harley Kromer präsentieren. Er ist Direktor im Institut Marketing und Unternehmensführung, aber vor allem ist er heute als Vertreter des Startups Tilbago da. Und Tilbago war kürzlich bei der Höhle der Löwen und ist nicht ganz so glücklich aus den Löwen herausgegangen wie gehofft. Neben ihm sitzt Deborah Alder-Gasser, Mitbegründerin von Tilestyle, ein junges Unternehmen, das uns dazu bringen will, mehr Kleider zu leihen statt zu besitzen, um Nachhaltigkeit und Stil zu vereinbaren. Und als Startup hat sie natürlich diese Fail-Culture sozusagen aufgesaugt und integriert. Neben mir ist Regula Lenz. Sie ist beim Impact Hub Bern für die Eventreihe Fail Nights zuständig und deswegen bestens vertraut mit der Thematik Scheitern. Als Verantwortliche für Innovation und Partnerschaften versucht sie, genau diese Kultur auch in die großen Unternehmen zu bringen. Und über die Fail Nights wollen wir dann gleich noch mehr hören, was passiert da. Annalisa Eggemann ist Direktorin von InnoSwiss. InnoSwiss, viele kennen es noch als das KTI von früher, die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung, die Startups und Innovation in der Schweiz unterstützt und mit Programmen fördert. Und nicht zuletzt Matthias Stratzer, wir haben auch gerade schon das Video gesehen zu eurem Buch, zu eurem Vorhaben bei der Postfinance, bei Venture, wie es jetzt neu heißt, im Innovationsbereich der Postfinance, wo es eben darum geht, Failure auch wirklich zu zelebrieren, aber auch die Successes zu zelebrieren. Und ihr habt für beides ein Buch geschrieben. Da möchten wir natürlich auch noch mehr hören, was es damit auf sich hat. Aber lassen wir uns anfangen mit dieser Fail Night beim Impact Hub. Ihr habt ja genau das zum Thema, worum es auch heute geht, nämlich das Scheitern. Wieso müssen wir das thematisieren? Was haben wir davon? Wir sagen immer, wir sollen scheitern, wir sollen aus Fehlern lernen. Aber in der Realität sehen wir bei ganz vielen Organisationen, dass das noch nicht Normalität ist. Wir haben das selber im Impact Hub auch erlebt. Wir haben sogar Failing Forward in unserem Manifesto und haben uns gleich auch in der Situation gefunden, wo verschiedene Teammitglieder gekommen sind und gesagt haben, hey, ihr habt gesagt, wir dürfen scheitern, jetzt ist ein Fehler passiert und ihr zeigt gleich mit dem Finger auf uns. Und ich glaube, gerade das auch haben wir in Diskussionen mit Partnern und größeren Organisationen gesehen, dass das teilweise noch fehlend oder sicher zu wenig verankert ist. Und wenn wir das ansatzweise angehen wollen, dann müssen wir irgendwo durch Plattformen schaffen, wir irgendwo durch vielleicht auch Events schaffen, wie die Fail Night, die im Übrigen eigentlich öffentlich sein kann, aber die kann auch intern in einem Team passieren, wo einerseits das Vertrauen aufbaut, wo ein Safe Space gibt, um über die Fehler zu reden, über das Scheitern zu reden, aber vor allem auch daraus zu lernen. Also das heißt, selbst als ein junges, innovatives Unternehmen wie der Impact Hub, passiert es nicht automatisch, dass man Fehlerkultur gerade schon mitnimmt? Nein, das ist sicher etwas, wo man immer wieder neu angehen muss, wo man eben auch muss sagen, man ist offen für das und man darf das auch passieren und es soll auch daraus gelernt werden. Und das ist sicher ein Prozess, der iterativ ist, der bei uns allen immer wieder muss auch gestärkt werden und die Plattform für das auch können angeboten werden. Jetzt, wir haben gehört, Fehlerkultur ist wichtig, damit wir innovativ sein können, damit wir auch Neues angehen können. Anneliese, die Schweiz ist ja nicht gerade für Fehlerkultur bekannt und trotzdem ist sie immer weit oben im Ranking der innovativsten Länder. Wie kommt's? Braucht man das doch nicht, um innovativ zu sein? Also ich glaube, Innovation ohne Risiko, das gibt es nicht. Aber es ist schon so, die Schweiz ist wahrscheinlich eher dafür bekannt. Sie hat ja viele KMUs und da sieht man schon, dass Schweizer KMUs eher kleinere Schritte machen in bekanntem Terrain. Und dass vielleicht die grossen Sprünge ins Ungewisse eher selten sind. Wir verstehen uns als Förderorganisation aber eigentlich auch so, dass wir auch KMUs dazu ermuntern, mehr Risiko zu gehen, grössere Schritte zu nehmen. Und ich glaube, das gelingt auch langsam. Wir sehen es vor allem auch im Start-up-Bereich. Wir haben ja dort ein Coaching-Programm. Und da sehen wir schon, dass gerne wie mehr Start-ups so Ambitionen haben und sagen, ich probiere es jetzt mal. Und wenn es dir halt nicht gut kommt, dann ist es dann so.
Aber man kann natürlich auch vorsorgen, also in dem, dass man entsprechend plant, dass man gute Methoden hat, dass man weiß, woher das man will. Also es gibt natürlich auch Massnahmen, für dass man das Scheitern ein bisschen ein bisschen mindern, also das Risiko für das Scheitern. Also eigentlich so wie in unserem Titel, das einkalkulierte Risiko. Genau. Ja, Matthias, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ihr habt ja bei euch das Failbook 2019 herausgegeben, in dem ihr eure Fehler, eure Scheitern wie dokumentiert habt bei der Innovation in der PostFinance. Und jetzt erst 2 Jahre später kam das Successbook raus. Braucht es einfach länger, bis man Erfolg hat? Hat man so viel mehr Failures als Erfolg? Oder wie kommt das? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht muss ich schnell erklären, aus welchem Ecke von der PostFinance das ich komme. Oder unter Venture, dem VNTR, Innovation und Venturing, tun wir die Venturing- und Innovationsinitiativen und Teams zusammenfassen. Das heisst, es gibt viele, die sich mit Innovation beschäftigen. Aber wenn wir von diesen Teams reden, dann reden wir eigentlich von Innovationen, die wir draussen, außerhalb der PostFinance beobachten. Und auch die, wo Themen, die auftauchen, die irgendwo noch nicht adressiert sind. Und wenn wir von neuen Themen reden, dann reden wir auch von fehlender Erfahrung, die wir dort hier noch nicht, also wir wissen noch nicht, was es bedeutet, wie lange geht es, wie viel kostet es. Das heisst, das Ziel ist eigentlich, dass wir möglichst schnell, möglichst kostengünstig Erfahrungen können sammeln, Erkenntnisse. Wir wollen Annahmen irgendwo abtesten, validieren und die Erkenntnis haben. Und ich glaube, das braucht es. Und dann passiert etwas, dann hat man die Erkenntnis und dann muss man die nutzen, um sich anzupassen, zu adaptieren. Und als Beispiel dort hier haben wir einen Innovationsprozess, der fördert, dass Mitarbeitende neue Ideen reinbringen können. Das war zuerst gegen innen gerichtet, um mehr Diversität zu bekommen und um mehr andersartig. Und auch von außen haben wir den gegen außen geöffnet. Also so eine Adaptation braucht es. Und wenn man das viel macht und viel adaptiert, dann mit der Zeit ist es wie ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess aus Sicht von der Innovation. Das heisst, man wird automatisch besser und mit dem auch erfolgreicher. Und die Erfolge kommen entsprechend auch. Jetzt, du bist ja auch im Verwaltungsrat von Tilbago. Und Tilbago ist ja eins eurer Erfolgsgeschichten in eurem Successbook. Also, genau. Und deswegen, Harley, ich will dir die Frage stellen, ab wann kann man denn bei einem Startup von Erfolg sprechen? Wann ist so der Punkt, wo du sagst, jetzt haben wir es geschafft? Wenn man Gewinn macht und das Wachstum weiter aufrechterhalten kann. Ich denke, es gibt sehr viel Hype momentan um das Thema Scheitern und Lernen durch Scheitern. Was man aber nicht vergessen darf, jedes Scheitern ist eigentlich eine Tragödie. Und die scheitern, vor allem wenn es ein totales Scheitern ist beim Startup, das pleite geht, ist immer eine große Tragödie. Unternehmen können lernen durch Scheitern. Und das ist das Positive, dass wir eigentlich eine Lernkultur brauchen. Weil wenn man Angst hat vor dem Scheitern, traut man sich nicht mehr Risiken einzugehen. Und die braucht man eben. Auf KMU-Ebene hat man viele kleine Schritte und man lernt durch Fehler. Aber das totale Scheitern, das ist immer eine Tragödie. Und das partielle Scheitern ist eine Chance. Deborah, wie ist es für dich? Du bist ja auch eben in diesem Startup-Bereich unterwegs. Wir haben schon gehört, das totale Scheitern, das geht auch an die Substanz. Aber auch das partielle Scheitern als Startup, das geht einem doch immer an Herz und Nieren, wenn man Fehler macht. Ja, voll. Und es ist ja irgendwie viel, was man eben so in das Startup reinsteckt. Sei es eben eigene finanzielle Mittel, aber auch viel ehrenamtliche, unentgeltliche Zeit. Und vor allem eben ein Traum. Irgendwie, dass man ja... Ja, wir wollen die Welt irgendwie positiv verändern. Also das ist definitiv etwas, da steht viel auf dem Spiel. Dann eben auch, wenn man jetzt total scheitert, aber auch im Kleinen. Trotzdem, obwohl viel auf dem Spiel steht, ist es für uns als Teil wirklich wichtig gewesen, von Anfang an eben so eine Lernkultur zu etablieren. Wir haben auch einen Kernwert definiert, wir bleiben lernend, weil wir eben... Also Fehler allein, das bringt uns ja noch nicht weiter, Fehler zu machen, sondern eben, wenn wir daraus lernen. Und dort haben wir schon gemerkt, dass wir von Anfang an wie eben einkalkulieren, dass wir so Lernmomente kreieren und eben auch können scheitern oder können stolpern. Und ich glaube, das ist genau das, was uns dann auch vorwärts treibt und vielleicht auch gerade als Start-up, wo wir jetzt so ein First-Mover-Advantage haben. Es hat noch nicht viele, die in Bern das Gleiche machen wie wir. Aber wir brauchen das Scheitern, wir brauchen das Stolpern, damit wir uns eben nicht auf dem ausruhen, sondern ständig weiterentwickeln. Mhm. Und wir haben zum Beispiel gerade im letzten Februar so eine Scheiter
x Momente gehabt, und wir haben gemerkt, dass nach bekanntlich zwei Lockdowns und nicht so ja, einer herausfordernden Entschädigungssituation sind wir plötzlich angestanden und haben gemerkt, wenn wir jetzt so weiterfahren, dann gibt es auch wirklich den total. Da scheiden wir total. Und das war schon noch schmerzhaft, zu merken, so wie wir jetzt eigentlich Teil haben aufgestellt, so sind wir, können wir nicht erfolgreich sein in der Zukunft. Aber es ist genau das partielle Scheitern, das hat angestossen, dass wir angefangen auf Volunteers zu setzen. Wir haben jetzt ein cooles Team an Volunteers, wir können es verbreitern und können jetzt mit ihnen weiter lernend bleiben. Und ich glaube, es hat wieder Scheitern, braucht einen Anstoss, um uns eben zu verändern. Wir haben schon ganz viel gehört über Lernen und Lernen aus den Fehlern, aus dieser Scheiterkultur. Matthias, ihr habt ja das ganze Buch geschrieben. Was habt ihr daraus gelernt, aus euren Failures? Also mal grundsätzlich, dass man sie nicht vergisst, das ist mal ein Punkt. Das ist etwas, wir haben eigentlich gestartet, dass wenn ein Vorhaben nicht funktioniert hat, dass wir in einer Ecke, wir haben ja einen örtlichen Ort, unser Lab, haben wir das aufgehängt. Das war der Ideenfriedhof, dass man durchläuft und sieht, was haben wir gehabt und was haben wir daraus gelernt. Und irgendwie ist der ein bisschen verstaubt, hat ein bisschen Spinnennetz bekommen und plötzlich haben wir es vergessen gehabt. Und wo wir zurückgeschaut haben, 2018 oder 2019, haben wir gemerkt, hey, wir haben ganz viel gemacht und wir haben es vergessen, was wir alles gemacht haben. Und wieder bewusst zurückgeschaut, was hat es alles gehabt. Und das Interessante ist dann gesehen, wir haben dort auf der Ideenebene, also wir haben Ideen abgeschossen gehabt, oder nicht umgesetzt, die waren dann vielleicht zu früh gewesen, oder es hat ganz bestimmte Gründe gegeben. Und wenn man sie später wieder hat aufgenommen hat, haben sie Sinn gemacht. Wir haben ganz, ganz viele Ideen gehabt, die haben als Einzelnes keinen Sinn gemacht. Aber mit einem strategischen Entscheid, zum Beispiel eine Hypothekarvermittlungsplattform wie Valu zu lancieren, haben plötzlich Abklärungen und Ideen aus dem Immobilienbereich total Sinn gemacht und Kraft gegeben, dass wir so etwas überhaupt lancieren konnten. Und das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis gewesen. Also, manchmal wieder bewusst zurückzuschauen und Sachen wieder vorzunehmen, die zu einem Zeitpunkt X nicht funktioniert haben. Spannend. Wir haben auch schon ganz viele Fragen aus dem Publikum. Und Regula, ich will dir gerade eine zu dir bringen. Du hast ja viel Erfahrung mit Menschen, die von ihren Fehlern und ihrem Scheitern erzählen. Was kannst du für Empfehlungen abgeben, zum besser scheitern oder besser damit umgehen? Ich glaube auch einerseits der Mut zu haben, das anzusprechen, weil es sehr vielen wahrscheinlich ähnlich geht und man gleich sehr oft noch nicht darüber redet, dass man sich manchmal vielleicht auch ein Schamgefühl hat. Also einerseits sicher anzusprechen, darüber zu scheitern, zu reden. Aber nachher, wenn wir in die Unternehmungen zurückgehen, auch eine Möglichkeit geben, wir haben es vorhin von Matthias gehört, sei es jetzt eine Idee, Friedhof oder einfach auch eine Plattform, wo man in einem Safe Space ausprobieren darf und nachher vor allem auch die Learnings zusammentragen und aus denen gemeinsam lernen. Also darüber reden, Mut haben und aber auch miteinander weiterzukommen. Jetzt, Harley, bei euch, ich habe es ja erwähnt, ihr wart bei der Höhle der Löwen, mit dem Investment hat es nicht geklappt. Was kannst du vielleicht mitgeben? Hast du das als Scheitern empfunden oder war das so ein kleiner Schluck auf? Ja, die sollten ja investieren, aber man muss verstehen, das ist natürlich keine echte Investorensituation, das ist Showbusiness. Und die Löwen haben einfach nicht so viel Geld, das muss man auch wissen, dass die in jedes Startup investieren können. Und wir waren letztlich schon zu erfolgreich und daher die Bewertung schon zu hoch. Und man sieht ja nur diese 15 Minuten Schnitt. Aber klar, wir haben uns schon geärgert. Gehen wir da extra hin und dann investieren die nicht. Ich glaube, was man auch sehen muss beim Scheitern, warum ist es so wichtig, aus Scheitern zu lernen? Das hat mit dem aktuellen Wirtschaftsumfeld zu tun. Alles wird sehr viel schneller. Die Dynamik nimmt zu. Und ich glaube, ein Scheitern, das Kundenfeedback generiert, das ist sehr wertvoll. Weil dadurch spare ich Zeit. Ich gehe raus mit einem Produkt, das noch nicht perfekt ist oder einer Dienstleistung und bekomme dann Feedback, wenn es partiell scheitert, was können wir verbessern. Und dadurch bin ich sehr viel schneller als der Wettbewerb, wenn ich mit dem sogenannten Minimum Viable Product, einem Produkt, das noch nicht perfekt ist, rausgehe und bekomme dann Feedback aus dem Markt, dann kann ich sehr schnell, sehr kundenorientiert verbessern und bin schneller, als wenn ich monatelang strategisch plane und dann ein Scheitern. Ich kann in Schönheit sterben, weil ich gar nicht rechtzeitig auf den Markt komme. Und diese Dynamik im Markt, auch durch Digitalisierung und internationalen Wettbewerb, da muss man schnell sein. Das heißt, die Schnellen sind erfolgreich und die Schnellen machen mehr Fehler.
Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt. Und bei Höhle der Löwen, da sind auch in der Regel Seed-Funding, also frühe Startups in einer frühen Phase. Und wir hatten das Glück, dass wir im Successbook, Gott sei Dank, bei PostFinanz waren und nicht im Failbook. Und insofern glaube ich, was auch vorhin gesagt wurde, was wichtig ist, dass es so eine, und das ist auch kulturell bedingt, in den USA, wir forschen mit amerikanischen Forschern. Und das ist sogar so, dass viele Gründer erstmal scheitern und dann mehr Finanzierung bekommen, weil man sagt, die wussten schon, was sie das nächste Mal besser machen können. Und das vielleicht in der Schweiz, wo das Scheitern, auch das totale Scheitern, sehr viel negativer gesehen wird als zwar eine Tragödie, aber zusätzlich ist noch so eine Art Stigma. Und das muss sich sicherlich in der Schweiz und auch in Deutschland ändern, dass dann mehr, weil man braucht auch den Mut zum Risiko. Und wir waren uns bewusst, wenn wir in die Höhle der Löwen gehen, können wir uns unendlich blamieren. Das wird sogar im Fernsehen gezeigt. Und dann waren wir natürlich nicht glücklich, aber insgesamt war es auch spannend. Und unser Ziel war natürlich auch, die Bekanntheit zu steigern. Und das ist hoffentlich gelungen. Ja, Harley, du hast schon ganz viel angesprochen, den Mut, Dinge zu probieren, schneller am Markt zu sein. Und das sind ja alles auch Sachen, die bei den KMU definitiv wichtig sind. Wie sehr ist diese Fehlerkultur bei den KMU angekommen, die sich ja oft nicht leisten können, wie die großen Unternehmen, viel Innovation zu betreiben, viel auszuprobieren, die vielleicht schneller dort ankommen müssen? Also ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt darauf ab, wie sich ein KMU positioniert, in welchem Markt es tätig ist. Aber zum Teil länger kleine Schritte, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man merkt, ja, also mein Geschäftsmodell, das funktioniert nicht mehr, ich muss mich quasi wie neu erfinden. Und da gibt es eigentlich nichts anderes, als wirklich einfach den Sprung zu wagen und zu schauen, dass es wieder gut kommt. Und das ist mit Risiko verbunden. Also es gibt sicher beides und dort kann man sich sicher probieren, noch zu helfen und zu unterstützen, indem dass man sich mit Partnern zusammentut, die einem dabei können helfen können, das Risiko eben zu tragen. Und wir verstehen uns als einen von diesen Partnern, die da auch ein bisschen Risiko können übernehmen können. Und ich will gerade noch mal bei dir bleiben. Also sowohl bei dir wie auch bei Matthias ist ja das Problem, ihr seid im Innovationsbereich unterwegs, aber gleichzeitig in der Verwaltung. Ja. Man will ja nicht, dass mit den Steuergeldern Fehler ausprobiert werden, das wollen wir vielleicht nicht. Wie geht ihr mit dem Spagat um? Wie gehst du damit um bei dir? Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es klar, also wenn Innovatoren zu uns kommen und mit einer Projektidee und wenn die finanziert werden, dann wollen sie eigentlich Verlässlichkeit. Also sie wollen wissen, woran sie sind, sie wollen wissen, in welcher Frist dass sie mit einem Entscheid rechnen können, was die Förderkriterien sind, sie wollen eine Garantie haben, dass wir möglichst alle gleich behandeln. Also sie wollen Verlässlichkeit, sie wollen klare Prozesse. Und das ist gute Verwaltung, oder? Also das gehört dazu und das muss auch sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir ja so organisiert sind, dass die Beurteilung von den verschiedenen Vorhaben, die wird gemacht durch Leute, die selber auch im Markt sind, die mit Innovation zu tun haben, also die das ganze Mindset natürlich auch haben und in der Evaluation natürlich auch einbringen können. Und das Gleiche ist auch, wenn es darum geht, halt zu schauen, wo sind die Bedürfnisse von unseren Kunden, wie sollten wir unsere Instrumente weiterentwickeln. Auch dort braucht es natürlich nachher ein bisschen Kreativität und so weiter. Also ich denke, es braucht beides. Es braucht Verwaltung und Verlässlichkeit, aber es braucht auch das kreative Element. Und es ist einfach, das Schwierige ist, dass man das Richtige am richtigen Ort anwendet und nicht vermischt. Aber ich finde, das ist halt auch eine spannende Aufgabe. Mhm. Matthias, geht es dir auch so, das Kreative am richtigen Ort, aber nicht beim Bankkonto? Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man so unterscheidet, wirklich das operative Geschäft. Und da spielt es keine Rolle, ob es eine Bank ist oder ein KMU. Das Daily muss richtig produziert sein, der Kontoauszug muss stimmen, das erwarten die Leute. Das ist die Qualitätssicherung, die man muss gewährleisten. Und dann gibt es den anderen Teil, das ist dann mehr zukunftsgerichtet, also das Jetzt erfüllen, aber Tätigkeiten machen, dass wir in die Zukunft auch noch das Jetzt erfüllen können. Und dort geht es nicht darum, weiter zu schauen, mit unbekannten Themen umzugehen. Und dort brauchen wir irgendeinen Sandkasten, sagen wir immer, wo wir gewisse Sachen ausprobieren können. Sei das unter einem anderen visuellen Gefäß oder sei dann, dass es ganz klar gegenüber dem Kunden ausgewiesen ist, hey, wir probieren etwas aus. Das ist das, was du kannst erwarten kannst. Das machen wir damit und wir wollen wissen, ob das ankommt. Und die Unterscheidung muss man natürlich schon machen. Mhm.
Regula, jetzt zum Impact Hub oder zu den Startups kommen ja die großen Unternehmen, um genau zu lernen, wie diese Fehlerkultur geht. Wie sehr kann man das denen mitgeben oder wo sind da auch die Grenzen? Ich glaube, es braucht sicher auch eine gewisse Offenheit, dass das überhaupt Möglichkeit ist, zu sagen, mal, wir nehmen das auch zurück in die Kultur, dass wir da auch wollen, daraus lernen. Dann auch wieder der Mut, zu sagen, mal, wir lassen das auch zu. Aber im Grundsatz haben wir schon viele schöne Sachen gesehen, sei es jetzt mit der Fail-Night, wo wir immer Startups dabei haben, aber wir haben auch immer jemanden von der Corporate-Welt dabei, wo man darüber redet. Und ich glaube, das verstehen wir auch als unsere Aufgabe, genau diese Connections zu machen, weil im Gespräch innen merken wir ja sehr oft, hey, eigentlich geht es uns gleich. Und es stärkt ja einem selber auch, wenn man jetzt etwas hört, wo einem vielleicht mal verheilt ist. Und darum ist das sehr oft im Gespräch, wo wir das so erreichen. Es gelingt uns nicht immer, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir können einen Beitrag leisten und wenigstens eine Plattform geben, um das zu fördern. Eben dem Scheitern eine Plattform geben. Wir haben auch noch eine Frage aus dem Publikum. Und ich möchte eigentlich, Debucher, dir auch aus deiner Erfahrung, muss Scheitern nicht im Allgemeinen auch in anderen Bereichen außerhalb der Wirtschaft mehr Akzeptanz erhalten? Wie erlebst du das, wo du es vielleicht jetzt beruflich mehr erlebt hast? Schwappt es auch ins Private über? Eindeutig. Ich finde, wir können nicht das berufliche Leben, wo wir irgendwie privat, also keinen Zugang haben dazu. Also ich muss auch im Privaten lernen, also aus Fehlern lernen und einfach gut mit Fehlern können umgehen. Und ich glaube, das ist eben oft, redet man einfach davon, ah, wir sollten es, aber dass es wirklich passiert, habe ich das Gefühl, das ist aber Knochenarbeit und ein Herztraining irgendwie, eben auch sich jetzt nicht zu verunsichern oder dann irgendwie in eine völlige Krise hineinzugehen, sondern eben, ja, das ist Teil von meinem Wachstumsprozess. Und darum glaube ich schon, dass wenn ich das privat lehre, dann also es hat wie so eine Wechselbeziehung. Ich glaube, es ist beides sehr wichtig. Und dass es eben wirklich eine gelebte Kultur ist in meinem persönlichen Leben, aber auch in der Unternehmung und nicht einfach Lippenbekenntnis. Da braucht es manchmal ganz praktische Massnahmen, die wir eben lernen dabei. Ja. Mhm. Jetzt unser Talk heisst ja eben auch das einkalkulierte Scheitern. Harley, habt ihr das einkalkuliert bei euch im Startup oder passiert das einfach so oder so? Bei den Investorengesprächen oder insgesamt? Insgesamt. Ist das ja, was, wo man sich überlegt, das geht vielleicht schief? Das kann scheitern. Also das ist auch die Gefahr im Startup, dass man scheitert. Das ist uns bewusst. Ja. Und habt ihr auch ganz bewusst euch Überlegungen gemacht, wo können wir bewusst Fehler ausprobieren und es kann halt schief gehen oder ist es dann doch wieder jedes Mal überfällt es einen, dass es dann eben nicht geklappt hat? Ich glaube, man muss da wie die Kinder sein, wenn die laufen lernen. Die fallen ja erstmal ständig hin. So lernen ja die Kinder durch Fehler. Und auch ein Startup muss letztlich so lernen. Aber immer aufstehen und weiter versuchen. Und ich glaube, das ist auch was zur Kultur. Das ist schon so, dass es nicht einfach ist, dass in einem Großunternehmen, einem Startup ist ja per se erstmal klein, ist eine Riesenchance. Man kann da die Kultur auch von Anfang an mitprägen. Aber im Großunternehmen haben wir gewachsene Kulturen. Und das verändert mich nicht einfach. Eine Unternehmenskultur zu verändern, ist mit das Schwierigste überhaupt. Und ich denke, die Schweizer KMUs, das ist auch eine Stärke. Im Kanton Bern haben wir sehr viele KMUs. Und die sind natürlich per se hoch innovativ, weil die auch viele kleine Schritte und konstant lernen. Es gibt in den USA ein Buch, das spricht vom permanenten Beta. Also nie das perfekte Produkt, sondern immer ein Beta. Das ist eigentlich nie fertig, sondern wird immer weiterentwickelt. Und das ist die Chance hier für die Schweizer KMUs, auch auf dem Weltmarkt, Weltmarktführer sogar in einem kleinen Bereich zu werden, weil sie nie aufhören, sondern immer, und das natürlich auch hier InnoSwiss sehr wichtig als Partner, um das zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch die Besonderheit der Schweiz, dass man da nie aufgibt und immer, ja, man strebt die Perfektion an, aber die gibt es gar nicht. Oder man, und da darf man dabei nicht die gute Laune verlieren, weil das tendenziell wird man ja dann griesgrämig, wenn man sagt, ich schaff's nie, die Perfektion, aber aber trotzdem, man muss es versuchen. Weil wenn man sich irgendwann zufrieden gibt einfach, wird man nicht mehr besser. Ja? Mhm. Anneliese, ist das auch deine Erfahrung von dem KMU in der Schweiz, dass sie probieren, perfektionistisch sind, aber unterwegs gut scheitern können? Ja, ich denke es schon. Und das, sie lernen vor allem eben auch, wie gesagt worden ist, und probieren es nachher neu. Also haben eine gesunde Basis
und können nachher auch ausprobieren. Und wenn es nicht gut geht, dann gehen sie in andere. Probieren sie es noch einmal. Also wir sehen das auch bei den Projekten. Also es kommen ja lange nicht alle Projekte, die wir unterstützen, gut. Obschon wir sehr gut darauf schauen, dass sie eine gute Methode haben, dass sie gut planen, dass sie wissen, was sie im Markt erreichen wollen. Aber es kann natürlich unterschiedlichste Gründe haben, warum das nachher gleich der Erfolg nicht ganz eintritt. Aber sie lernen daraus, oder? Also sie wissen, warum sie gescheitert sind, wenn sie scheitern, und können das nachher ins nächste Projekt hineinnehmen und es dort anders machen. Und ich glaube, das ist der Weg. Also es gibt Scheitern im Kleinen und dann gibt es natürlich das grosse Scheitern, wo halt ja nachher auch publikumswirksam ist, und das ist dann das, wo manchmal schon wehtut, oder? Mhm. Wenn es andere merken. Aber ich glaube, wir alle scheitern jeden Tag ein bisschen, aber haben auch gerne ein bisschen Erfolg, und das gehört halt einfach dazu, oder? Matthias, wenn ich jetzt finde, aus dem Talk heraus, ich will bei uns im Unternehmen Fehlerkultur implementieren, wo fange ich da an? Sicher mit einer Vorbildfunktion. Also das ist das, was wir gemerkt haben, man muss irgendwie ein Mecken anfangen. Und dann geht es ja nicht nur um die inhaltliche Innovation. In diesem Thema X gibt es ein neues Produkt, sondern es ist dann auch eine hierarchische Innovation. Da wir ganz andere Organisationsformen ausprobieren, da wir andere Tools mal reinbringen. Und irgendwie im Ecken muss eine Person oder ein Team anfangen mit dem und sagen, hey, es gibt etwas Neues, haben wir uns über das schon Gedanken gemacht, einen Trigger setzen, irgendwo anregen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt. Und dann kommt anders hin danach. Also das Zeichen setzen, man darf hier. Es gibt gewisse Bereiche, die müssen verheben, und dann gibt es gewisse Themen, man soll mitdenken, man soll sich hineingeben. Es gibt auch den Punkt, der Buchhalter soll nicht kreativ sein. wenn er aber vielleicht in einem Workshop mit dabei ist, wo es um neue Ideen geht, dann darf er eben gleich kreativ sein, und um das geht es dann auch. Also das heisst auch Gefäße schaffen, wo man es eben darf, und vielleicht den Alltag, wo es vielleicht gerade nicht so angebracht ist. Genau, und wirklich auch ganz klar ausklammern von diesem Bereich. Ja, ich glaube, was man auch machen muss als Unternehmen, man muss sich öffnen. Mhm. Also Innovation, als Open Innovation über den Unternehmensrand hinausgehen und nicht alleine. Ein Kind lernt auch in der Familie, nicht nur der Mutter, Vater, von den Onkel, Tanten, Schwestern und Brüdern. Und ich glaube, bei der Postfinanz kann man das auch beobachten, dass die sich in ihrem Netz, in ihrem Ökosystem öffnen. Über Kooperationen und ich glaube, das ist auch sicherlich wichtig, dass man nicht alleine scheitert, sondern gemeinsam in Kooperationen auch voneinander lernen kann. Also bei Tilbago und Postfinanz haben wir eine Kooperation, wo wir voneinander lernen, oder? Beide Richtungen, glaube ich. Absolut. Ja, das ist das Spannende, oder? Mit einem agilen Partner, wie mit einem Startup, hat ganz andere Möglichkeiten. Wir sagen immer, als der Postfinanz-Tanker. Also, und die beiden Vor- und Nachteile, die auf beiden Seiten vorhanden sind, wenn man das schafft, die Stärken zusammenzubringen, also dann ist es besonders erfolgreich. Ist das auch das, was du siehst in deiner Arbeit, Regula? Die beiden zusammenzubringen, die Startups und den Tanker, da passiert dann the magic. Ja, ich glaube unbedingt, weil man kann von beiden Seiten voneinander lernen kann. Sei es jetzt, wenn man noch ganz, je nachdem, wenn man am Anfang steht, wo man einfach mal, wie du vorher gesagt hast, mit dem Kind eigentlich zum Beispiel gebracht hast, immer und immer wieder probiert. Aber auch, wenn man in einer Postfinanz oder in einem grossen Unternehmen ist und einfach das Mindset von den Mitarbeitenden eigentlich auch so weit bringt, dass man sagt, mal, wir probieren jetzt einfach mal aus, vielleicht klappt es nicht, aber wir nehmen etwas davon mit, weil etwas lernen tut man immer davon. Was für ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben auch alle was gelernt, und ich hoffe, auch Sie, die Zuschauer zu Hause, können was mitnehmen aus unserem Talk, um in Zukunft etwas entspannter Fehler zu machen und zu scheitern.